Tages. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Seelenjäger. So, in der letzten Folge haben wir das Rätsel verkackt. Ja, stand ja schon mal drauf, ne? Und ich hatte einfach kein Spiegel gehabt, womit ich ihn anständig gucken konnte. Und ihr wisst ja, ich mache meine Let's Plays über The Healing, bla bla, alles eigentlich, Duskwood und sowas, alles mache ich im Auto. Klar habe ich Autospiegel, aber so nah kannst du nicht am Spiegel ranrücken, dass du dieses verdrehte Ding sehen kannst. Tja, und dann haben wir Adrenalin hier spritzen lassen, der Lucy, weil sie natürlich von den Wespen gestochen ist und sie hatten eine Wespenallergie. Ja, und das Ergebnis, ja, wollen wir mal gucken, was daraus wird. Angeblich wird es sie besser, aber ich glaube, da ist ein Haken dran. Ich meine, J.K. Knight wird nicht irgendwie umsonst sagen hier, bla bla, und das wirst du bereuen oder sowas in der Richtung hier nicht bereuen, sondern dafür wird es Lucy scheiße gehen, keine Ahnung. Wir werden sehen. Okay, los geht's, Kinder. Oh Gott, wieso dauert das nur so lange? Secret Message, wer ist das denn? Ach so, das ist es immer noch Dings, ist es jetzt, ist es, genau, der Shadow hat uns doch irgendwas, irgendwie so ein Ding installiert, damit wir es selber machen können. Das sind unsere Admin-Rechte, bla bla bla, damit wir selber hacken können und damit wir nicht mehr auf Shadow angewiesen sind. So, hast du gut gemacht. Die Arbeit-Admin-Rechte hast du dir mehr als verdient. Ja, dankeschön. Tim Anna, alles klar bei euch? Da stimmt irgendwas nicht. Das Gelände ist riesig. Gib ihn ein paar Minuten. Da stimmt irgendwas nicht. Mal angenommen, die sind jetzt zu dreit. Fuck, wieso antworten die nicht? Aber die, ich glaube, eine Person schafft es doch nicht, die alle jetzt zu catchen, oder? Ich bin mir sicher, sie werden sich bald melden. So ein anaphylaktischer Schock ist für den Körper kein Zuckerschlecken. Und selbst wenn das Adrenalin seine Wirkung gezeigt hat, braucht Lucy dringend Antidarm. Ich kann das alles immer noch nicht löffeln fassen. Er wollte Lucy umbringen. Wieso hat er uns das Adrenalin überlassen? Ich befürchte, dass das erst der Anfang ist. Er nennt es nicht nur umbringen, er nennt es Heilung. Tomchi hat recht, der Typ spielt mit uns. Der Typ ist einfach nur wahnsinnig, Mann. Dem hat einfach jemand einen dicken Haufen in sein Hirn geschissen, Mann. Na, sind die Worte ausgegangen? Julius? Scheiße! Was ist denn das denn jetzt hier? Leute, ich bin gleich wieder da. Ah, okay. Er wird das nächste Opfer sein. Ich sehe das nächste Opfer. 2 Stunden später. Julius! Was ist los, Julius? Melde mich gleich. Julius ist nun offline. Tim und Anna sind nun online. Oh, hallo Timmy Boy. Timmy! Okay Leute, ich weiß, dass ihr auf heißen Kohlen sitzt und ihr wollt wissen, wie es Lucy geht. Ich mache das jetzt eben so, das geht schneller als das Ganze zu tippen. Ihr Zustand könnte echt besser sein, aber wir haben sie jetzt da rausgeschafft und wir melden uns gleich nochmal bei euch. Das war's? Eigentlich hat er jetzt uns gar nichts erzählt. Außer, dass es den gut geht, also dass sie jetzt so weit raus sind. Hat er uns jetzt nichts erzählt? Hast du Anna und Lucy jetzt alleine gelassen? Wie hat sie auf das Adrenalin reagiert? Ja, genau, das wollte ich gerne wissen. Es ging nicht anders. Alleine bin ich schneller im Auto und jede Sekunde ist kostbar. Wie gesagt, Sie müssen Lucy unbedingt in ein Krankenhaus bringen. Haltet ihr das wirklich für eine gute Idee? Was, ein Krankenhaus? Die werden euch mit 1000 Fragen löchern. Ey, die stirbt! Und was wollt ihr denn denen auch noch sagen? Ist das Banane? Die habt ihr sie gefunden. Wir haben keine andere Wahl, Roxy.
Vielleicht doch. Hör mir mal zu. Ich habe eine tolle Idee. Prima. Prior 1 ist nämlich, dass Lucy ihr Antisalzspastikum bekommt. Und das findet ihr auch in einer Apotheke. Okay, dann fahren wir dorthin. Und dann nehmen wir Lucy erstmal mit zu Tim nach Hause. Wieso zu Tim? Das ist eine gute Idee. Und ihr meint nicht, dass mein Arzt nach ihr sehen sollte? Ich halte das persönlich für eine bessere Idee. Es sei natürlich, wir wollen, dass sie stirbt. Apotheke, die werden doch auch Fragen stellen, Alter. Du kriegst es doch auch nicht einfach so, oder? Hm? Der kann auch nichts anderes tun, als ihr das Gegenmittel zu verabreichen. Ich drücke Lucy ganz fest die Daumen. Leute, ich unterbreche euch nur ungern. Aber verdammt, schaut euch das mal an. Erbsen, Wurzeln? Achso. Das war der Kopf, ne? Das war, glaube ich, beim letzten Mal der Kopf, den wir da gesehen hatten. Mit den Dings, mit dem Serum da von den Wespen und so was alles drin und so. Das war doch ein Kopf. Wir brauchen mehr Kontext, Julius. Hast du gerade deine Puppe bekommen? Shit, ich glaube ja. Hat er Angst vor Köpfen oder wovon? Ich saß hier und dann ging auf einmal dieser Alarm los. Als ich aus dem Fenster geguckt habe, habe ich gesehen, dass es meine Karre war. Ich bin runter, um diese blöde Alarmanlage abzuschalten. Die Fahrertür war nur angelehnt. Und dann sah ich dieses Glas. Schon wieder eine Puppe. Einfach nur krank. Shit, das ist ja eklig. Das ganze Glas mit Puppenteilen vollgestopft. Und schon wieder ein Zettel. Das sieht echt ein bisschen aus wie bei Wrong Turn, Alter. Ey, scheiße, man kann sich lange hersam in eine Sünde und die Bestrafung ist der Tod. Okay, ich verstehe nicht, was das oben bedeutet. Ich kann es nicht lesen. Sehr seltsam. Achso, sehr seltsam. Diese Puppen, die letzte Puppen, folgt ein völlig anderes Prinzip. Bisher waren es immer Hinweise, die jedoch scheint mit einer tatsächlichen Drohung zu sein. Will er mir damit sagen, ich bin als nächstes dran? Ich will dir gar keine Angst machen, Julius, aber Annas Puppe war ein Clown. Meine war in eine Box gesperrt. Er könnte auf deine Angst vor tiefen Gewässern anspielen. Dieser Mistkerl weiß von meiner Thalassophie. So, jetzt haben wir es. Fusophie. Thalassophophie. Alter. Da kriegt man ja Backenkrebs, Alter. Also, auch, dass ich damals fast ertrunken wäre. Ja. Bis jetzt hat jede Puppe eine Phobie ziemlich genau getroffen. Pass auf, die Idee ist jetzt tatsächlich Dr. Correspondence im Gruppenchat drin. So. Einfach kurz und schmackig hier. Dr. Correspondence im Gruppenchat drin. Und, weil es daher die Fufuso. Talasosofafatefe. Denken Sie noch einmal an den Raum mit den aufleuchtenden Zahlen. Die Lichter ergaben am Ende das Wort Phobie. Womit wir wieder bei unseren Ängsten werden. Wir sind immer davon ausgegangen, dass er von einer körperlichen Erkrankung spricht. Aber was, wenn mit Krankheiten tatsächlich ein physisches Leid gemeint ist, psychisches? Vielleicht versteht Dr. Crow unsere Phobien als eine Art Krankheit. Eine Krankheit, von der er uns heilen will. Früher hatte man versucht, diese Krankheit mit unterschiedlichen Methoden zu heilen.
Methoden, die heute als bestialisch angesehen werden. Elektroschocks, Sturzbänder mit eiskaltem Wasser, Schlafentzug, Schlafanzug ist auch nicht gut. Schlafentzug, Lobotomie. Lobotomie? Ja, Lobotomie ist geil. Habe ich gelernt. Drei Silvester lang, ne? Studiert, Lobotomie. Früher glaubten Neurologen, psychische Erkrankungen durch Stiche ins Gehirn heilen zu können. Stiche, ja, es war eine Art Meißel, ne? Das wird in den Augen, also zwischen Augen und Nase, da in den Augendings wird es eingesetzt. Das ist eine Art Keil, nicht Keil, sondern so ein Dorn. Und wird mit dem Hammer raufgeschlagen. Damit wird der Frontallappen des Gehirns, glaube ich, zerstört. Und damit wird die Geisteskrankheit oder so rausgenommen. Oh Gott, wie grausam! Mehr als das? Doch egal, wie grausam die Methoden waren. Die Ärzte wollten aus voller Überzeugung die Menschen helfen. Die Sache ist, das Lobotomie ist gar nicht mal so lange her. Ich glaube, die letzten Lobotomien hat es, glaube ich, noch in den 70ern gegeben, soweit ich weiß. Und ich finde das auch ziemlich krass, ne? Also es wird da irgendwie, angeblich ist hier so ein Knochen hier vom Stirnlappen, der am Augen ist. Und der wird damit, und damit wird auch, Homosexualität haben sie versucht sogar damit zu heilen. Allein schon zu heilen. Man muss sich mal das überlegen, das Wort heilen, ne? Alles haben sie versucht damit zu heilen, mit Lobotomie. Und die waren davon felsenfest überzeugt. Die Leute waren schwachsinnig, als sie das gekriegt haben. Ne? So, das nochmal dazu. Was wollen Sie uns damit sagen? Sie wollen andeuten, dass der Irre meint, es gut, nein, er meint es gut mit uns? Ich glaube, der Typ hat einen Dachschaden, nicht mehr, nicht weniger. Schwachsinn! Ganz ohne Frage, Dr. Schuhr hat einen Bezug zur Realität verloren. Aber es scheint tatsächlich, andere Menschen zu helfen zu wollen. Ja, Und als selbsternannter Pestdoktor scheint Dr. Kroon noch mittelalterliche Methoden anzuwenden. Wir dürfen auch den Zettel mit der sieben Todsünden nicht außer Acht lassen. Auch diese scheint für Dr. Kroon eine große Rolle zu spielen. Sie denken, er will uns für irgendwas bestrafen? Ich wüsste nicht, was ich böse getan haben soll. Weiß ich nicht. Instagram, YouTube. Vielleicht denkt Dr. Crow, dass du etwas böse getan hast. Tut mir leid, Bernd, aber ich kann mir das auch nicht vorstellen. So. Ich auch nicht. Was sollen wir auch getan haben? Für mich steht fest, dass er mit unseren größten Ängsten spielen will, die alte Drecksau. Aber woher zum Teufel weiß er davon? Wie oft willst du dir das noch in deinem hübschen Köpfchen zerbrechen? Wir versuchen doch schon die ganze Zeit herauszufinden, woher er davon weiß. Woher er uns kennt oder warum wir ausgewählt wurden. Aber wenn wir schon mal beim Thema sind, du bist uns auch noch einige Antworten schuldig, Tom G. Woher hast du die ganzen Infos? Jürgen hat recht. Wie passt das alles zusammen, Tom G? Okay, wer will jetzt was von uns? Okay. So ist es offline. So, ich brauche deine Hilfe. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Na klar, Schatz, was gibt es? Alles okay bei dir? Soll ich vorbeikommen? Die anderen wollen wissen, wo ich die Maya-Zeichnungs her habe. Kannst du in eine Strangers-Gruppe kommen? Schon, aber Julius aus dem Stranger-Chat nervt. Ich habe Angst vor fremden Leuten. Ich schlag dir ja nur ungern was aus dem Kopf, aber Tomchi, aber da bin ich mir echt unsicher, ob das eine gute Idee ist. Warum denn eigentlich?
Bitte so, die anderen halten mich für immer noch für den Verdächtigen. Ständig fragt irgendjemand, woher ich Mayas Bild her habe. Ich werde immer verdächtiger. Sie müssen von dir und Winnie erfahren. Eigentlich gefällt mir das so gar nicht, ne? Mit der anderen Gruppe ist alles so schief gelaufen, weißt du das noch? Aber ich kann dich auch verstehen. Kommt wohl nicht so gut, wenn du mindestens genauso mysteriös bist wie Dr. Crow selbst. Bingo! Also gut. Ich suche aber noch ein paar Sachen zusammen, damit wir alles besser erklären können, okay? Ich sag dir Bescheid, sobald ich soweit bin. So, Shadow hat was für uns. Und eine WhatsApp-Nachricht von meinen Arbeitskollegen auch noch. Also, Kinderchen, das war's für heute. Was wohl da rauskommen wird, was Shadow für Oh mein Gott-Situation hat, das werden wir in der nächsten Folge erfahren, wahrscheinlich morgen. Also bis zum nächsten Mal, ihr Mäuse. Danke fürs Reinschalten und Tschüssli Müsli.